Hey und willkommen zu einem weiteren Video, zu einem kleinen Video zum Thema Formen bzw. Shapes. Mir ist der Begriff Shapes einfach, geht mir leichter über die Lippen, weil ich einfach mehr in diesem englischen Zeichenjargon drin bin. Im Deutschen ist das natürlich nichts anderes als die verschiedenen Formen, die man benutzt, um ein Bild zu gestalten. Shapes sind ein Teil der Kunsttheorie. Sie helfen euch, eure Kompositionen festzulegen, eine bestimmte Designsprache zu sprechen und euren eigenen Stil zu transportieren. Durch gute Shapes wirken eure Bilder überzeugender, anziehender, harmonischer und in sich geschlossen. Die meisten von uns werden ein intuitives Verständnis von Formen haben. Schließlich sind Formen so ziemlich das Erste, womit man so konfrontiert wird. So als kleines Kind im Kindergarten, wenn man so lernt, seine ersten Dreiecke, Vierecke und Kreise zu zeichnen, sind das so ungefähr die ersten Formen, mit denen man konfrontiert wird. Die meisten Laien haben auch ein gutes Gefühl davon, welche Formen gut bzw. schlecht aussehen bzw. gut oder schlecht miteinander harmonieren. Allerdings ist es schwierig, wenn man nicht den theoretischen Hintergrund kennt, zu merken, woran genau das liegt und wie man diesen Effekt replizieren kann. Man weiß relativ gut intuitiv, welche Formen eher aggressiv aussehen, welche eher weich, welche eher entspannt, welche eher bedrohlich oder welche eher freundlich. Durch das bewusste Einsetzen von bestimmten Formen kann man dann eine bestimmte Wirkung in seinem Bild entfalten. Gute Shapes ziehen sich von den größten Bausteinen eines Bildes, zum Beispiel dem kompositorischen Aufbau eines Bildes, bis hin zu den kleinen Details, die dann miteinander harmonisieren, und dann geht es mehr so in Designfragen hinein. Wenn man sich Bilder anschaut, oder wenn ich mir Bilder anschaue von Künstlern, von denen ich der Meinung bin, dass sie ein gutes Shape-Design haben, stelle ich fest, dass die Shapes, die einzelnen Formen, die die Künstler benutzen, relativ einfach gehalten sind und oft einfach durch entweder gerade Linien, C-Kurven oder S-Kurven beschrieben werden können. Stellt man die einzelnen Formen für sich, ergeben diese nicht sonderlich viel Sinn. Das heißt, sie sind für sich gesehen abstrakt und werden zusammengesetzt zu einem großen Ganzen. Außerdem sind gute Shapes einfach gehalten. Wenn man aus dem Bild herauszoomt oder sich den Shape von weiter weg oder ganz klein anschaut, dann erkennt man immer noch die Grundform des Shapes. Ein guter Shape hat auch meistens eine bestimmte Richtung oder einen bestimmten Flow. Cynics hat es meiner Meinung nach gut erklärt. Wer einen Shape, ein großer Raum oder ein großer Saal und mit vielen, vielen Menschen gefüllt, müsste für jeden Menschen klar sein, in welche Richtung er flüchten würde, um aus dem Raum rauszukommen, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht. Es dürfte kein großartiges Chaos entstehen und keiner weiß, wo hinten und vorne ist. Oder wenn Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit oder Honig oder so durch diesen Shape durchfließen würde, hätte er eine bestimmte Ausrichtung. Und genau das meine ich mit Flow. Es gibt grundlegend zwei verschiedene Arten von Shapes. Und das sind die geometrischen und die organischen Shapes, die sich quasi als Kontraste gegenüberstehen. Geometrische Formen sind meist die grundlegenden Formen, die man kennt, die klar definiert sind, so etwas wie ein gerades Viereck oder ein Kreis oder ein Dreieck, Dinge mit rechten Winkeln oder klar definierten Formen wirken meistens sehr geometrisch und dadurch etwas künstlich und kalt, was man mit Absicht verwenden kann. Möchte man zum Beispiel ein Roboter zeichnen oder so, bietet es sich an, oder ein Raumschiff zeichnen möchte oder so, bietet es sich an, viele geometrische Formen zu verwenden. Allerdings kann man diese dann auch durch organische Formen aufbrechen. Organische Formen sind im Gegensatz zu geometrischen Formen Formen, die versetzte Winkel haben, mit vielen Überlappungen, viele S- und C-Kurven, die sich miteinander überschneiden. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig, das genau in Worte zu fassen, aber wenn man es sieht, dann ist es meistens sehr klar, und deshalb blende ich euch auch verschiedene Bilder ein von Formen bzw. von Bildern, wo geometrische bzw. organische Formen verwendet worden sind. Es ist auch relativ einfach, aus einer geometrischen Form eine organische Form zu machen, indem man zum Beispiel die
Längen von einem Rechteck unterschiedlich lang macht, dann die Winkel etwas unterschiedlich gegeneinander setzt und dann eine Seite zum Beispiel etwas gekrümmter macht. Und so lässt sich relativ einfach aus einer geometrischen Form eine organische Form erstellen. Wie gesagt, sind geometrische und organische Formen Kontraste und können deshalb genutzt werden, um Spannung zu erzeugen, indem man zum Beispiel einen Charakter mit vielen organischen Formen in den Vordergrund stellt und im Hintergrund eine geometrische Form setzt, um einen Kontrast zu schaffen und den Blick des Betrachters zu schärfen. Für einen Menschen ist zu große Ordnung und Gleichheit langweilig und uninteressant. Deshalb ist es für das menschliche Auge angenehm, wenn Dinge eine bestimmte Ordnung, Richtung oder Hierarchie haben. Und so sieht es auch aus mit der Größe von verschiedenen Formen. Das ist angelehnt an den goldenen Schnitt, zu dem ich schon mal ein Video gemacht habe. Der goldene Schnitt beschreibt Größenverhältnisse, die für das menschliche Auge besonders angenehm sind. Insbesondere ist das das Verhältnis von circa ein Drittel zu zwei Drittel, das man oft in der Natur wiederfindet. So sollten wir auch versuchen, wenn wir unsere Formen gestalten, dieses Verhältnis mit einzubeziehen. Und dort kommt das Prinzip von Big, Medium und Small ins Spiel. Was ich damit meine, ist, dass wir versuchen sollten, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen großen, mittelgroßen und kleinen Formen in unserem Bild oder wenn wir einen Charakter zum Beispiel gestalten, in unserem Charakter zu verwenden, um ein ausgewogenes Verhältnis und einen möglichst interessant aussehenden Charakter zu gestalten. Schauen wir uns zum Beispiel diesen simplen Roboter an, sieht er doch mit gleich langen Beinen, Körper und Kopf relativ langweilig aus. Wenn wir jetzt aber das Prinzip von Big, Medium und Small verwenden, indem wir zum Beispiel einen besonders großen Oberkörper, kleine Beine und einen mittelgroßen Kopf verwenden oder die Proportionen anders drehen, wird das Ganze deutlich interessanter und angenehmer für uns anzuschauen und geht nicht so leicht unter. Wenn wir uns besonders bei Character Designs fällt das schnell auf, von verschiedenen Künstlern anschauen, fällt auch einem schnell auf, dass viele dieses Prinzip auch verwenden und es ist eine einfache Möglichkeit, seine Charaktere oder auch generell seine Bilder angenehm aussehen zu lassen. Hat man jetzt zum Beispiel wie bei einem großen Truck nicht die Möglichkeit, den in verschiedene ein Big, Medium und Small aufzuteilen, weil es halt ein großer Block ist, wie das halt bei einem Container zum Beispiel der Fall ist, kann man das trotzdem benutzen, indem man durch Linien die Form aufbricht. Das wäre dann einfach nur ein Designelement, durch verschiedene 45 Grad zum Beispiel krümmte Linien, die einen großen Block aufteilt in das Verhältnis circa ein Drittel, zwei Drittel, um dem goldenen Schnitt zu folgen. Oft passiert dann der Fehler, dass viel zu viele kleine Shapes verwendet werden und das widerspricht dann wieder dem, was ich am Anfang meinte, dass Shapes möglichst einfach gehalten werden sollten und klar definiert sein sollten. Es ist natürlich gut, wenn man oder möglich, dass man seine großen Shapes wieder aufteilt in Big, Medium und Small, aber es ist wichtig, dass es immer leicht ist zu erkennen, wie die Hierarchie ist und wie die einzelnen Shapes definiert sind. Wie gesagt, eine große Falle ist, dass Leute zu viele kleine Shapes hinzufügen und viel zu viele kleine Designs oder kleine Designelemente hinzufügen, die dann einfach nur ablenken, die Silhouette aufbrechen und am Ende dann nichts, keinen positiven Beitrag zum Design leisten. Deshalb ist es auch oft ratsam, sich in seinem Bild einfach mal anzuschauen oder zu markieren, was sind die großen, die mittelgroßen und die kleinen Designelemente und sich dann zu überlegen, in was für einem Verhältnis sie stehen. Und wenn man dann merkt, dass man unverhältnismäßig viele kleine Designelemente hat, dann dort nochmal vielleicht nochmal Veränderungen vorzunehmen. Eine gute Übung kann es auch sein, wenn man sich Bilder nimmt von Künstlern, wo man meint, dass sie eine gute Designsprache haben. Ich blende ja hier auch die ganze Zeit verschiedene Bilder ein.
Und dort dann einfach mal markiert, was sind die großen, die kleinen und die mittelgroßen Shapes. Und sich dann auch die verschiedenen Shapes vielleicht mal rauskopiert und sich vielleicht nochmal selber analysiert. Und dort an der Stelle auch ein bisschen abstrakter denkt. Das heißt, nicht zu sehen, okay, hier, das ist jetzt ein Gesicht oder eine Wange oder eine Stirn oder die Unterseite von einem Hut oder was auch immer, sondern die Form an sich sieht. Das heißt, was ich meinte vorhin mit dem Abstrakt, dass die Shapes für sich gesehen abstrakt sind und diese Shapes für sich stehend analysiert und guckt, wie diese zusammengesetzt werden. Das geht auch schon wieder ein bisschen in die Richtung von dem Video, das ich einmal gemacht habe mit dem Titel Sehen lernen, um besser zu zeichnen, indem ich quasi dieses Prinzip erläutere, von wegen, dass man nicht die Dinge sieht, die man denkt, die man sieht. Also ich sehe nicht ein Auto, sondern ich sehe das, was tatsächlich da ist. Ich sehe die verschiedenen Krümmungen von dem Blech, wie diese zusammengesetzt werden, dass man die Welt nicht durch quasi diesen Filter wahrnimmt, den wir haben. Also ich sehe einen Computer, sondern ich sehe halt Plastik zusammengesetzt und hier greift das so und so ineinander. Und das ist, was wir, diesen analytischen Blick, ist das, was wir als Künstler brauchen, um dann gezielte Effekte zu reproduzieren. Deshalb empfehle ich euch, das Video vielleicht noch anzugucken, weil ich da nochmal in größerem Detail dann darauf eingehe. Eine weitere gute Möglichkeit, um sein Shape-Design zu verbessern, ist, sich zu limitieren und einfach mal zu sagen, okay, ich zeichne jetzt ein Bild mit maximal 2 oder vielleicht 3 Farben und dann nur harte Kanten zu verwenden und keine weichen Kanten zu verwenden, um halt wirklich, dass man gezwungen ist, klar definierte Formen zu zeichnen. Ich mache das gerne, indem ich zum einen Cell Shading benutze, weil Cell Shading funktioniert so, dass man sich immer eine bestimmte Fläche abstickt und diese dann einfärbt und so kommt es dann zustande, dass man sich festlegen muss, welche Form einen Schatten zum Beispiel haben soll. Oder was ich auch gerne mache, ist, dass ich mir meinen Brush Pen schnappe und dann, wer nicht weiß, was ein Brush Pen ist, das ist quasi ein Tuschestift und dann damit versuche, Bilder zu zeichnen und mich dann darauf zu konzentrieren, wie ich die zum Beispiel Lichtverhältnisse nutzen kann, um Formen zu kreieren, die besonders ansprechend wirken und diese zu vereinfachen und zusammenzuschließen. Das sind zwei Möglichkeiten, plus dann nochmal die Studies machen von verschiedenen Künstlern, die euch helfen können, bessere Shapes in euren Bildern zu verwenden. Am Ende geht es darum, dass ihr zwar diese ganzen Regeln und Richtlinien im Hinterkopf habt, aber euch über die Zeit ein intuitives Verständnis von guten und schlechten Formen einprägt, dass ihr halt nicht mehr darüber nachdenken müsst, wie jetzt ihr am besten die Form aufbricht, dass sie möglichst natürlich wirkt, wo am besten organische oder inorganische Formen oder geometrische Formen angebracht sind, sondern dass es einfach, dass ihr das Auge dafür entwickelt und das Gefühl dafür entwickelt und intuitiv harmonisch und ausgeglichene Bilder malen könnt mit Formen, die gut zueinander passen. Genau. Und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere aus diesem Video mitnehmen. Und wenn ja, dann freut mich das sehr. Dann könnt ihr gerne das Video bewerten, mir einen Kommentar hinterlassen, was für Videos ihr vielleicht in der Zukunft sehen wollt. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, weil Shape Design ein Thema ist, das mich in den letzten Monaten sehr fasziniert hat. Und ja, mit den Worten möchte ich es belassen. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Wochenende, einen schönen Samstag. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Und bis dahin, adios.